EWU German Open 2015. Wir haben Michelle Maibaum auf dem Sofa und sie hat gerade die Junioren FN Reining gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wie heißt dein Pferd und wie ist es gezogen? Also mein Pferd, das heißt Chicksil Revolution. Sein Spitzname ist Twin, so nenne ich ihn. Und er kommt von Einsteins Revolution und aus der Done It by Chick. Ja, sehr schön. Und wie fandest du es heute, in dieser Kulisse zu reiten vor so vielen Zuschauern? Ja, wir waren sehr nervös, wir beide, aber er hat das sehr gut gemacht. Er konnte gut damit umgehen und das war echt klasse. Und wenn du das Ding gewinnst, da musst du ja auch eine erfahrene Reiterin sein, richtig? Ja, ich sammle sehr viele Erfahrungen auf verschiedenen Turniere, das stimmt. Wo bist du so unterwegs? So, wir sind oft hier auf den Futurities oder Derbys, sehr oft in Kreuth, aber auch in letzter Zeit sehr oft im Ausland, in Frankreich, auf Europameisterschaften und so weiter. Ja, dann kommst du ja ordentlich rum und wenn du so viel und so gerne reitest, dann muss das ja irgendwie eine Passion von dir sein, richtig? Ja, das stimmt. Das ist mein allergrößtes Hobby. Dann kann es ja auch eventuell passieren, dass du wahrscheinlich irgendwann nochmal Trainerin wirst, oder? Das nicht. Das nicht, aber einfach so als Amateur reiten, das reicht dir dann, ne? Ja, ich möchte was später mit Tiermedizin machen. Das ist Spaß, ja. Ja, ist ja auch so in die Richtung grob, ne? Genau. Wahrscheinlich dann noch ein bisschen Kleintier oder Pferde? Mal sehen, das stellt sich noch heraus. Wo trainierst du so, wenn du dann unterwegs bist? Bei irgendwelchen Trainern oder hast du einen festen Stammtrainer? Natürlich stehen wir jetzt bei Alexander Ripper mit ein paar Trainingspferden für unsere Familie, die noch in Ausbildung sind, aber wenn ich so im Ausland bin, da hilft mir sehr gut die Anne Fong oder Bernard, oftmals auch Rudi, Grundsteiner, die sind immer für mich da. Ja, super Background, super Bedingungen, dann wünsche ich dir für die Zukunft alles Gute. Wo geht's als nächstes hin für dich? Unser letztes Turnier ist jetzt die Breeders Futurity hier in Kreuth. Ja, dafür dann alles Gute und viel Erfolg weiterhin und dann vielleicht sieht man sich nochmal wieder, ne? Vielen Dank.